Hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Österreich mit einem schönen Produkt aus dem ehemaligen Ex-Jugoslawien mit dem Fax Superaktiv für die weiße Wäsche oder helle Wäsche, also ein Universalwaschmittel, was ich mitgenommen habe. Ich bin wieder in Österreich, wie ihr seht, da habt ihr meine Miele und mit der werde ich das waschen. Ich habe hier ein Kalkstopptab drinnen und werde natürlich auf 90 Grad die Wäsche nehmen. Wie ihr seht, das ist das fantastische Waschmittel. Es duftet wirklich blumig frisch. Ich nehme immer eine ganze volle, dass wir sehen, wie sich das mit dem Schaum tut und werden dann die Maschine starten. Aber apropos Jugoslawien, Ex-Jugoslawien oder Serbien, Bosnien, Republika Srpska, Slowenien, Kroatien. Ihr habt auch mein Projekt gesehen, die Gorenje. Hier ist sie im neuen Glanz. Sie hat bekommen eine neue komplette Schlauchausführung, innen wie außen. Alle Dichtungen wurden neu getauscht und natürlich, sie wurde, wie ihr seht, gereinigt. Es werden demnächst, ab Herbst, nicht demnächst, sondern ab Herbst, werden neue Videos kommen von ihr, weil ich jetzt dann demnächst ins mein Ferienhaus gehe und dort die Miele habe. Somit werdet ihr auch diese Videos sehen und auch natürlich aufs Meer fahre, werdet ihr auch die Speed Queen sehen, die ich dort habe und viele Maschinen mehr, die ich habe. Somit wird das Gorenje-Projekt für Herbst 2022 ein Projekt sein für eben die YouTuber. Wie ihr seht, die Lager sind perfekt. Die Maschine hat sehr wenige Betriebsstunden. Sie ist wirklich, wirklich, wirklich in einem mega, mega, mega guten Zustand. Kein Rost für eine Gorenje. Von diesem Alter kann man sagen, ist es wirklich eine Seltenheit. Das drinnen habe ich, wie ihr seht, schon gesäubert. Ist alles eigentlich in Nagel, kann man sagen, fast nagelneuen oder neuwertigen Zustand. Der Programmwähler wurde getauscht. Alle Innen- wie Außenleitungen habe ich euch gezeigt im letzten Video. Somit, das war's von dem Projekt und das kommt hoffentlich bald. Aber nun zum Waschmittel, ihr habt es alles gesehen. Bis dahin werden wir das Fax-Waschmittel in der Miele testen und wie ich schon gesagt habe, ein Klassiker aus dem ex-jugoslawischen Raum. Die Leute schwören auf Merix, eigentlich das die Antwort auf Persil und auf Fax. Das ist eigentlich die Antwort auf Ariel gewesen in den europäischen Ländern damals, eben dieses Fax. Vom Duft her ist es sehr, sehr, sehr intensiv. Es hat auf jeden Fall, es ist kein Superkonzentrat, wie ihr da seht. 230 Milliliter werden genutzt für eben eine volle Maschine, die verdreckt ist. Und wie ihr da seht, da sind die ganzen Anleitungen, wie man das richtig dosiert oder wie es für welche Wäsche empfehlenswert ist. 6 Kilo plus, geben plus 75 Milliliter und eben, dass es schon einen Wasserenthärter drin enthält und was für einen Weichspüler, eben die Ornel-Linie, die von Fax ist, weil natürlich Ornel war wie Fax war Ariel und Ornel war das Lenore und bei der Merima-Produktion gab es immer Celan und Merix. Ein Bocher habe ich nicht dieses Mal mitgenommen, weil ich nur ganz kurze Zeit hier in Österreich bin. Demnächst komme ich auf jeden Fall wieder in meine Länder zurück. Vielleicht nehme ich ein Dasch mit oder ein Bocher oder was auch immer. Bis gleich.
So, die Maschine ist jetzt schon im Hauptwaschen. Wie ihr seht, es schäumt, aber nicht zu viel. Das gefällt mir bei den Waschmitteln. Die sind nicht stark konzentriert, sondern ganz normales Universalwaschmittelpulver. Viele schwärmen von dem Waschmittel. Ich bin gespannt, wie es duftet nach dem Waschen und wie die Resultate sind beim Spülen. Wie ihr seht, die Maschine ist auf 95 Grad, auf gut, absolut genug. Und wir sehen uns dann später. Ja, die Maschine spült gerade. Ich bin auf das Endresultat sehr gespannt. Das ist jetzt das zweite Spülen. Bei 900 Umdrehungen werden drei Spülgänge gemacht mit Wasser Plus. So, meine Lieben, die Maschine ist fertig. Die Wäsche werde ich jetzt rausnehmen. Duften tut sie sehr gut. Also das Waschmittel haltet, was es verspricht. Man kann wirklich nichts sagen. Und vom Sauberkeit her, wie ihr seht, alle Socken, alles sauber, keine Flecken. Und somit, das erste Mal habe ich es benutzt. Es ist wirklich ein Evergreen, das ex-jugoslawische Ariel, könnte man dazu sagen. Und es hat volle Punktzahl. So viel von mir heute, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.